Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 2. Letztes Kapitel abgeschlossen, wir gehen direkt ins nächste über. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Eine Höhle. Eine Höhle. Okay. Das war sehr einfach. Okay. Ja. Da ist eine Armbrust. Boah, die will ich haben. Eine Minikiste. Ich will zur Kiste. Da fehlt noch was. Okay. Das ist ein Pedal? Ah. Ja. Falsches L mit Streifen und zwei Pfeile links nach unten in die Ecke. Muss ich mir merken. Ich hoffe, ich kann das auch. Wir gucken uns jetzt mal die Armbrust an. Da etwas zum Aufheben. Ja, ich weiß, das kommt bestimmt daran. Ich wusste es doch. Und das Hölzböppelding. Das ist ein Holzgriff. Kommt der daran? Nee. Okay. Gibt es hier auf der Seite noch irgendwas? Eine merkwürdige Wand. Okay, dann gucken wir uns mal die Struktur hier an. Was ist das hier oben? Ein goldener Turm. Okay. Da mal wieder ein Zettel. Wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Was? Okay, wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Okay. Ihr wisst Bescheid, Pause drücken und lesen. Ne, den Hinweis will ich jetzt noch nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal was. Ich muss das irgendwie verschieben können hier. Weil so ist es ja nicht richtig. Okay, wir machen das so. Das da. Wenn wir jetzt das dahin machen. Und das dahin. Ja, easy. Ein Abzugsmechanismus. Dann einmal auf zur Armbrust. So, aber was? Kommt der kleine Böppelturm vielleicht hier oben irgendwo drauf? Nee. Da hinten komme ich nicht hin. Da auch nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Okay. Ein kleiner Siegelstein. Wo könnte der jetzt hinkommen?
Da, da und da ist auf jeden Fall was. Okay, ich weiß noch nicht, für was das gut ist. Das ist ganz, sieht ganz merkwürdig aus. Und der ist es auf jeden Fall nicht. Aber der hier könnte es sein. Na, was? Das sieht doch aber aus wie das Teil hier. Na, oder auch nicht. Okay, lass uns mal den Tipp. Das sieht nicht nach einem gewöhnlichen Griff auf der Seite unten aus, hä? Wo ist denn hier ein Griff? Gewöhnlichen Griff auf der Seite der Truhe aus. Auf der Seite oder Rückseite? Auf der Seite der Truhe. Hier ist gar kein Griff. Der Griff auf der Seite der Truhe lässt sich offenbar drehen. Moment mal. Ja. Nehmen wir eben die Truhe, würde ich sagen. Joa. Die kommt wieder hier ran. So, jetzt brauchen wir noch einen Pfeil. Okay. Ich muss doch erst einmal spannen. Ich kann ihn nicht einfach hier so drauflegen. Das geht nicht. So. Nee, spannen. Hallo? Was? Ich habe bereits einen Armbrustbolzen. Ja, das weiß ich doch. Ich muss das hier erst einmal spannen. Das Problem ist nur, es gibt keine Spannvorrichtung. Den Bolzen, den ich gefunden habe, kann ich in die Armbrust legen. Das habe ich doch gemacht. Dann halt so. Wo soll ich denn jetzt hinschießen? Dorthin? Nee. Was hat denn der gerade gemacht? Vielleicht dort ins Loch schießen, ne? Jo! Ein zerbrochener Spiegel. Okay, das Ding kommt jetzt auf jeden Fall dort hin. Und das muss dahinter. Hallo?
ist, wenn ich jetzt das mache? Ja, ausgetrickst. Ha! Okay, jetzt haben wir den Schlüssel für die kleine Kiste. Was ist das hier? Okay. Mit dem kann ich nichts machen. Vielleicht später. Okay, da fehlen Teile. Gut. Minikiste. Bitte einmal ran. Danke. Ein großer Steinblock. Aber der kommt nicht da rein. Nein. Das kommt auch nicht dahin. Und das sehe ich hier gerade hinten auch. Kann man nichts anhängen. Schade. Sag mal. So. Hier. Nein. 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 Ja. Ein kleiner Tipp wäre jetzt echt hilfreich. Ich sollte mir den Steinblock genauer anschauen, um herauszufinden, was ich damit machen muss. Ja, ich muss das irgendwo anstecken, aber wo? Wo? Und es sieht mir halt ganz nach hier oben aus. Dieser Steinblock sieht fast aus wie ein Kopf eines Vorschlaghammers. Ja. Ach nee. Ja. Ja. Wenn der Block zu einer Forscherkammer gehört, wo ist dann der Griff? Das ist eine gute Frage. Das Rätsel versuche ich zu lösen. Hehehe. Hallo? Ah. Alle guten Dinge sind drei. Okay, vier. Aha.
Aha. Ah, Moment mal, das da und das da. Ich hab's mir noch gemerkt. Jo. Und hier fehlt der Turm. So. Und wir haben ein Schwert oder ein Dolch. Ich kann das hier noch nicht drehen. Was hat denn der Dolch so an sich? Nix. Okay. Shit. Ja, es fehlt ein Edelstein. Schön. Das weiß ich auch. Falsches C, liegendes U, X. Okay. Falsches C, liegendes U, X. Und für was ist das jetzt gut? Mal so ganz doof gefragt. Falsches C, liegendes U, X. Dieser Dolch passt irgendwo auf eine der beiden Kisten auf dem Tisch in der Mitte. Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass der hier drauf passt? Auf dem Tisch in der Mitte. Ja, das ist ja nur das hier. Wo soll denn der da passen, bitteschön? Ich kann dieses Symbol am Spiegel verstellen. Ah, genau. Okay, C und U. Da und X. Da. Ey, ich will das Schloss zurückhaben. Haha, wen haben wir hier gefunden? Was es mit dieser Puppe auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, nächsten Tag und bye bye.